Ich würde sagen im blau-schwarzen Trikot, aber der mit der Brille einfach gegen seinen Bruder Markus. Let the final begin. Markus Grote spielt mit einem Nockenbelag und ist bekannt für seine Verteidigungskünste. Das könnte sein Schläger gewesen sein. Fünf.
Ausgleich. 8 all. Da ist er, 1:1. Beide spielen im Übrigen für Schwalbebeck-Neustadt in der NRW-Liga. Auch wenn man bei Fabi vielleicht meinen könnte, es sei die Verbandsliga. Denkt mal drüber nach. Wir freuen uns auf den dritten Satz. Markus ein Stückchen größer ist, glaube ich, beide völlig auf Augenhöhe. Ja! Oh, da überrascht er ihn mit dem Service, mit dem Fernries. 10:8, 2 Satzbälle für Farben. Und da ist er, Fabi Drucke, der vermeintliche Underdog übrigens in diesem Spiel. Tracht man die Tugend.
Trinkgeldwerte, aber auf der Straße gelten andere Regeln, wie schon der ein oder andere erfahren musste. Aber das Ganze ist natürlich noch nicht vorbei. Best of five. Einen weiteren Satz braucht Fabi noch. Markus noch deren zwei. Die Faust 3 zu 2 für Fabi. Entschuldige, 4 zu 2. Entschuldige, 3 zu 2 stimmt. Ja, ich glaube, da ist Tennis im Rückenwind. 4 zu 3 für Fabi. Sich zu. Kann Markus nochmal den Schalter umlegen. 3 zu 5 aus seiner Sicht. Ja, 3 zu 6. Wo sind die Fans von Fabi im Publikum? Und wo sind die Fans von Markus? Vamos! Vamos, Quapos! Bleibt spannend. Ich glaube 6 zu 7, lieber Zählmeister. 5 zu 7. Sorry. Es spitzt sich zu. 8 zu 7. Komm, Marco!
Ausgleich 8 zu 8. Wer würde hier gerne einen fünften Satz sehen? Da müsst ihr euch vielleicht an Fabi wenden. Da überrascht er ihn. Komm, Fabi! 9 zu 8. Nur noch 2 Punkte trennen uns vom 5. Satz. Mein Norwegisch ist leider ein bisschen eingerostet, sonst würde ich etwas Cooles auf Norwegisch sagen. Mia. 10 zu 9 für Markus. Da ist tatsächlich der Satzball zum Satzausgleich. Der Defender greift an und der Angreifer wehrt den Ball ab, den Satzball. Ladies and Gentlemen, Championship Point for Fabi Grote. Ein Punkt trennt ihn vom Pokal. Markus Grote, der TT Defender!